Irgendwo an der alten Route 7. Mitten im Nirgendwo. Gelegen auf den Überresten eines alten Indianerfriedhofs befindet sich Joe's Diner. Du hättest wahrscheinlich niemals von diesem Ort erfahren, wenn du dort nicht für einen Monat die Urlaubsvertretung der Nachtschicht übernommen hättest. Räume sämtliche Tische ab und sorge in der Nachtschicht für Ruhe, so stand es in der Stellenbeschreibung. Aber es gab eine Kleinigkeit, die man vergessen hatte zu erwähnen. Auf dem alten Indianerfriedhof unter Joe's Diner wurden damals auch zwei große Stammeshäuptlinge begraben. Die Häuptlinge Grimmige Feder und Lustiger Vogel konnten sich schon zu Lebzeiten nicht ausstehen und machten sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Selbst nach dem Tod kann es Lustiger Vogel nicht unterlassen, seinen Rivalen mit allen Mitteln davon abzuhalten, einfach nur in Frieden zu ruhen. Nacht für Nacht versucht er alles, um so viel Krach zu machen wie möglich und damit Grimmige Feder in den Wahnsinn zu treiben. Und genau das gilt es zu verhindern. Denn sobald Grimmige Feder sauer wird, rächt er sich an jedem, der in der Nähe ist. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ero Shiva und das ist Joey's Diner. Das Intro war sehr lustig. Bis zum Ende deiner Schicht um 6 Uhr morgens musst du alle Tische abgeräumt haben. Schicht 1, okay. Ich bin Kellner. Drücke E oder die linke Maustaste, um die Reste, aufzunehmen. Ist wieder ein Spiel von Viz Games. Ich kann mich nicht... jetzt kann ich. Es ist ein Horrorspiel, das sich aber selbst nicht so ernst nimmt, ne? Also ich glaube, das hat man auch am Intro schon gemerkt. Lustiger Vogel und so. Ich finde es ein Ticken dunkel. Ein Ticken dunkel. Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Und der Chat möchte mir jetzt auch einen Indianernamen geben. Lustiger Vogel ist aber schon vergeben. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ich hab mich erschreckt. Was tanzt denn da draußen rum? Okay. Ich liebe ja so Diner. Das ist voll mein Ding. Ich hab die Nacht. Es ist zu laut. Nein, ist cool. Die Nachbarn. Oh. Hilfe? Wird er kommen und dich holen? Ich sollte doch die Tische abräumen. Erstmal ein Kaffee, ja? Ich bin ja die schlechteste Bedienung überhaupt. Aber ich habe das auch anders verstanden. Okay, ich muss die Nacht durchhalten und muss die ganze Zeit dafür sorgen, dass alles ruhig ist. Also ich darf auch keine Musik machen anscheinend. Okay.
Es ist halt ein bisschen wie Pineview Drive, ne? Oder Nightfall. Irgendwie die Nacht überstehen. Und nebenbei halt auch aufräumen. Also Job machen muss ich ja auch. Indianergeist. Ja. Habt ihr schon einen Namen für mich? Oh, okay. Ich räume die Tische ab. Indianerhäuptling, lustiger Vogel. Ah, okay, also das macht auch Geräusche. Ich mach's mal kurz noch ein bisschen heller, dass ich auch wirklich alles finde, was hier Geräusche macht. Hat irgendwie gar nicht so viel gemacht, aber okay. Ja, was ist denn das? Hier liegt irgendwo ein Handy anscheinend. Ich weiß halt gar nicht, wo das ist. Wo kommt denn das her? Oh Gott. Psychomi, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Noch ein Geräusch, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Ey, das Spiel lässt einem auch überhaupt nicht erstmal sich in Ruhe umschauen, ne? Wo auch die Geräusche sind und so. Also es ist ein Handy, aber ich habe keine Ahnung wo. Der Kaffee. Erster Schock im Diner. bisschen erschreckt. Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich überhaupt noch die Tische abräumen muss. Es kommen ja auch gar keine Gäste, ne? Oh, das ist schon wieder der Kaffee. Wer macht denn hier immer den Kaffee an? Ich komme überhaupt nicht hier zum Arbeiten. Das gibt's ja nicht. Häuptling langes Haar. Sorry, Schlürf. Ey, ich glaube wirklich, das ist Masuna. Passend die ganze Zeit. Bisschen stressig, meine Schicht. Ein bisschen, ja. Also den Job hier sollte ich vielleicht nicht machen. Ich gehe wieder. Oh, jetzt weiß ich, was es ist. Handy hier. Kann ich das nicht einfach mal mitnehmen? Bitte. Das auch noch? Ich muss auch noch alle Tische abräumen. Die wollen mich ja verarschen. Ist das gemein? Mir ist er sympathisch, dass er immer Kaffee macht. Der Kaffeegeist. Kaffeehäuptling. Oh nein. Ach komm, echt jetzt. Okay. Also, ich laufe jetzt einfach alle Tische schnell ab. Und entsorge sie in den Mülleimern der Küche. Okay. Ich bin gar keine faule Socke. Ich bin ein bisschen ängstlich, weil hier die ganze Zeit die Kaffee-Ding angeht. Ah, ich will jetzt endlich loslaufen. Mann.
Okay. Tische, Tische, Tische. Tische, 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 Tische. Tisch, Tisch, Tisch. Und wie sollen die wieder schmutzig werden, wenn hier eh keiner kommt? Okay. Liegt hier noch was? Hm. Doch, hier. Pommes! Aber ich kann sie irgendwie nicht nehmen. Warte mal. Vielleicht kann ich auch immer nur eine Sache nehmen. Kann ich jetzt das andere nehmen? Pommes? Oh Mann! Der Typ kann immer nur eine Sache in die Hand nehmen. Schlechteste Bedienung ever. Nicht ich, der Typ. Ach du Scheiße, okay. Noch drei Stück. Was ist das? Kaffee? Nee. Ah, Fernseher. Okay. Er hat auch ein bisschen Angst bekommen. Tolles Diner. Noch zwei Sachen. Hm. Oh. Schon wieder der Fernseher. Also es wird auf jeden Fall besser, wenn man dann weiß, was das ist und wo ich hin muss. Was blöd ist. Mir fehlen halt noch zwei Sachen, die ich nicht sehe. Der Laden läuft ja richtig. Ja. Ah, hier. Noch eine Flasche. Und was ist, wenn das jetzt... Wenn der Laden jetzt irgendwie total voll ist? Der Laden jetzt richtig, richtig voll ist, ja? Dann macht er doch auch total den Lärm. Wie den Lärm? Der Laden macht den Lärm. Wenn ich Angst habe, kann ich nicht reden. Und ich muss auch noch aufpassen, dass der nicht kommt, um mich zu holen, dass ich hier keinen Lärm mache. So sagt man im Diner, hey Schätzchen, ich will noch einen Kaffee. Weil es eh laut genug ist. Ja! Schicht 1, erfolgreich überstanden. Puh.